Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und ich zeige euch heute einen Stift für das iPad Mini, iPad 3 und iPad Air. Sicherlich funktioniert dieser Stift auch mit anderen iPad-Versionen. Ich denke mal, das wird hier nur von dem Hersteller hervorgehoben. Das ganze Produkt kommt aus dem Hause Wacom. Wer Wacom kennt, die sind bekannt für ihre Grafiktablets. Dieser Stift trägt den Namen Bamboo Stylus Fineline. Gekoppelt wird der Stift mittels Bluetooth zum iPad. Auf der Vorderseite sehen wir hier den Stift. Der Stift lässt sich mit einer Kappe schützen, sodass die Spitze auch nicht während des Transportes beschädigt werden kann. Auf der Seite hier nochmal der Name. Und hier einige Informationen zu dem Stift. Das Ganze funktioniert mittels einer entsprechenden App. Die muss man dann auf das iPad herunterladen. Die Genauigkeit beim Schreiben erzielt dieser Stift durch eine dünne Spitze. Ähnlich wie beim Papier ist der Stift auch drucksensitiv. Das heißt, wenn ich mit einem normalen Kugelschreiber auf Papier schreibe und drücke fester auf, verändert sich ja auch das Schriftbild, so soll dieses Modell hier auch dasselbe Gefühl vermitteln. Was dieser Stift auch kann, dass man den Handballen auf dem Tablet ablegen kann, weil manchmal ist ja doch bei manchen Stiften das Problem, dass wenn ich meinen Handballen auflege, ich hier an dem Finger auch Striche auf dem Screen zeichne und das Ganze in die Texterkennung mit eingeht. Das möchte jetzt Wacom mit seinem Stift vermeiden. Das Ganze arbeitet mit verschiedenen Apps zusammen für Notizen und PDF-Markierungen. Aber jetzt werfen wir zunächst einmal einen Blick in die Verpackung. Dazu muss ich hier diesen Klebestreifen einmal entfernen. Und dann können wir die Verpackung auch schon einmal öffnen. Hier bekommen wir auch schon nett den Stift präsentiert. Der Stift ist in Silber gehalten, aber das Ganze lege ich jetzt einmal an die Seite. Der Stift muss über ein Micro-USB-Kabel aufgeladen werden. Klar, man koppelt das Ding mit Bluetooth zu seinem iPad. Dann braucht das Ganze auch Strom. Hier wird nochmal darauf hingewiesen auf die entsprechende App für den Stift. Diese nennt sich Bamboo Paper, zu finden im App Store bei Apple. Schauen wir uns die ganzen Unterlagen hier noch einmal weiter an. Hier ist nochmal eine Kurzanleitung, sicherlich interessant, wo befindet sich denn der Micro-USB-Port und ja, die ganze Dokumentation ist mehrsprachig aufgebaut. Was am wichtigsten sicherlich ist, ist das hier unten. Wenn der blau blinkt, dann verbindet er sich. Bleibt er auf blau, ist er verbunden. Rotes Blinken heißt Batterie leer. Rotes Licht heißt Batterie lädt. Dann, was haben wir hier noch für einen großen Zettel? Schauen wir uns das Ganze kurz an. Es handelt sich hierbei um die Important Product Information. Das brauchen wir jetzt uns nicht weiter anzusehen, sondern schauen uns den Stift einmal direkt an. Aufgeladen wird der Stift hier oben. Unterhalb der Kappe ist der Micro-USB-Port. Ähnlich wie ein normaler Stift. Die Kappe abziehen. Und dann kann man hier schreiben. Schauen wir mal, ob der Strom hat. Natürlich nicht. Ich nehme jetzt mal eine Powerbank kurz zur Hand. Und dann versuchen wir das mal mit einem kurzen Aufladen. Weil ich muss ja noch die entsprechende App herunterladen. So, wie wir sehen können, das rote Licht
leuchtet. Weiß jetzt nicht, ob das hier in dem Video so rüberkommt. Aber er lädt. Nehme ich jetzt mal das iPad zur Hand und installiere derweil schon mal die App. Nehmen wir hier einmal im App Store. Bamboo Paper Notizbuch. Die App ist gratis. So, jetzt warten wir noch kurz, dass der Download abgeschlossen ist. So, der Download ist beendet. Öffnen wir einmal die App. Willkommen zu Bamboo Paper. Ob du Notizen machst, malst, schreibst oder zeichnest, Bamboo Paper ist ein digitales Notizbuch. Ich bin Rechtshänder. Okay, er blinkt. Um den Stift mit dem iPad zu verbinden, muss man nicht über Einstellungen Bluetooth gehen, sondern einfach in die App rein. Man kann den Stift auch ohne die Verbindung benutzen, aber dann ist es wie im Prinzip ein relativ dummer Stift mit den Gummioberflächen. Das wollen wir jetzt nicht. Und wenn man jetzt hier drückt und versuchen sich iPad und Stift zu verbinden, so, verbunden. Dann sagen wir weiter. Sage erstes Buch erstellen. Ich nehme mal Karo-Papier, mache den Umschlag mal blau. Dann wollen wir mal schauen, wie das Ganze hier funktioniert. Schreibgefühl für einen Stift an sich ist sehr, sehr gut. Ist relativ ungewohnt, jetzt auf so einer glatten Oberfläche zu schreiben. Ist einfach Gewöhnungssache. Ich habe jetzt natürlich das iPad falsch rum gehabt. Diese Sachen sollten auf der Oberseite bleiben, weil man hier unten noch die Hand am Liegen hat und dann möglicherweise irgendwelche Funktionen aktivieren könnte versehentlich. Wie wir hier sehen können, Druckempfindlichkeit ist da. Wenn hier immer leichter wird, dann wird der Strich immer schmaler. So wie bei einem normalen Kugelschreiber und Papier auch. An sich für einen Vielschreiber, ich sag mal für einen Student, der jetzt während der Vorlesung Notizen machen möchte und auf Papier und Stift verzichten will, weil er das Ganze digital haben will, der ist mit einer solchen Lösung mehr als gut bedient. iPad mitnehmen, Stift mitnehmen, darauf achten, dass der Stift aufgeladen ist, damit man halt solche Zusatzsachen wie die Druckempfindlichkeit auch nutzen kann. Man kann hier auch, wenn man länger auf das Papier drückt, die Schriftfarbe ändern. Ich wähle jetzt hier einmal blau aus. Und wir sehen können, ist blau. Ich habe hier noch rot zur Auswahl. Auch kann man hier die Farbe ändern. Gibt noch mehr Farben, verschiedene Grautöne, verschiedene Grüntöne. Nehmen wir jetzt mal dieses Schwarz. Was bietet die App noch für Funktionalitäten? Hier kann man verschiedene Notizbücher anlegen. Ich belasse es jetzt mal ganz bewusst bei einem. Man kann hier Schriftstärken einstellen. Ich mache jetzt hier einmal Bleistift. Und dann hat man hier einen Bleistift. Unterschiedliche Stärken einzustellen, das sind jetzt Zusatzpacks, die man kaufen kann. Ich zeige das Ganze nochmal. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Und dann kann man hier Zeichenwerkzeuge kaufen. Hier Wachskreide kostet jetzt zusätzlich 89 Cent. Oder man kann hier das Creative Pack kaufen, wo dann alle Stifte drin sind. Wie Füller, Wachskreide, Buntstifte und so weiter. Standardmäßig sind hier nur die oberen drei mit drin. Ich will jetzt mal das nochmal zeigen.
Da kann man hier, wenn man was ausmalen möchte, dann schnell eine Fläche abdecken. Auch unterschiedliche Schriftstärken sind möglich, wie wir sehen können, wenn man jetzt ein bisschen dicker malen möchte. Hier den Radiergummi, da könnt ihr auch sehen, wie man was entfernt. Alles sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Sehr einfach. Hat man jetzt etwas erstellt, dann kann man hier auch Fotos hinzufügen, wenn man jetzt seine Notizen mit Fotos aufwerten möchte. Man kann diese freigeben, einmal als E-Mail, als Foto abspeichern, in die Dropbox legen, zu Evernote übertragen, ausdrucken, Facebook, Twitter, Tumblr. Also sehr vielfältig die Freigabe bzw. Teilfunktion. Hier kann man auch die obere Menüleiste sehr einfach ausblenden, wenn man jetzt nicht darauf zugreifen möchte. Hier unten kann man dann ein neues Blatt einrichten, das so wie beim Notizbuch auch. Ganz einfach. Man kann hier eine Seite mit einem Lesezeichen versehen, wenn man jetzt schnell dazu zurückkommen möchte. Ansonsten war es dies an dieser Stelle zum Bamboo Stylus Fineline. Hat euch dieses Video gefallen? Ein Unboxing gemeinsam mit einem Review? Dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und abonniert doch bitte den Kanal.